Ich mache mal das Blech besser aus. Wir spielen Bottle. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben Quit, Settings, Walk, Maximal Settings, Video. Geht das? Das ist schön. Kannst du das auch hoch machen? Epic, 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 Save. Also, this game has no save features and take a little while to finish. Alles klar, das lädt mich ja schon ein zum Spaß haben. Danke. Kann ich jetzt das Spiel auch starten? Ich mach ein Wasser. Oh, wir trinken einen wunderschönen Rotwein. Mit einem Binker. Irgendwas. So wie ich bin, Bottle. Ja, ich bin nicht die einzigste Flasche, denn hier ist auch eine. She said, I have to go. My have. Keine Ahnung. In my chest. Bla 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 bla. Alles klar. Bla 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 bla. So, komm aus dem Fenster. Wunderschöne Welten und es ist alles so ruhig und friedlich. Ich habe hier vorhin meinen Wein getrunken, Leute. Hier, das ist der ausgepelzte Bär. Der ausgepelzte Bär? Nee, der tote Bär. Den habe ich gegessen. Und hier, guck mal hier. Das ist das Haus von meiner Mutter. Das haben wir damals 1822 erbaut. Damals in Deutschland. In meinem Keller. Damals erbaut. Ja, der Himmel ist in meinem Keller. Man nennt mich auch aka Gott. Okay, Spaß beiseite. Was haben wir hier? Ein Bild von einem Baum, einer Frau und ein Buch, Pflanze. Die Earth, ein, ja, ne? Oh. Hallo, wunderschönes Licht. Licht symbolisiert die Hoffnung. Genauso die Hoffnung wie dieses Das Baby nuckelt am Hund? Alles klar, ihr habt ganz komische Sitten. Kann ich hier it raus? May be a little chilly outside. It may be a little chilly outside. Okay. Und raus. Das Spiel ist komplett blind. Wir machen das so. Es ist schön. Das Spiel wird in den Trash Games stattfinden, es sei denn, das Spiel lohnt sich zu machen. Okay. Hallo. Ja. Hä? Sie ist verschwunden. Hä? Was geschieht hier? Was ist hier los? War das eine Frau? Ich kann springen, okay. Kann ich rennen? Nein. Laufen wir einfach mal weiter in diese Welt. Wir folgen dem Weg, das kann ja schon nicht falsch sein, ne? An sich. Ich weiß auch nicht gerade, was mit den Frames los ist, aber irgendwie, ne? Will OBS nicht komplett, will hier nicht die Frames aufnehmen. Es nimmt doch never in 30 Frames auf gerade. Naja, entschuldige Leute, ne? Dann kann man nichts machen. Ich folge einfach mal dem Weg, weil sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, stellen wir uns mal die wichtigen Fragen des Lebens. Wieso heißt das Spiel Bottle? Wieso? Geht's um eine Flasche? Sind wir eine Flasche? Die einzige Flasche bin doch ich. Habe ich denn irgendeine Aufgabe oder so? Ich kann auf dem Weg runtergehen, theoretisch. Aber ich glaube, das bringt mir eher wenig. Ich bleib besser auf dem Weg. Da ist eine Person. Hallo? Hallo? Game. Oh, man kann es auf Deutsch stellen. So, spiel es auf Deutsch. Okay, nice. Jump. Was habe ich noch? Ich kann mit diesem Mann nicht interagieren. Der sitzt hier einfach nur rum. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mit ihm interagieren. Wieso kann ich nicht mit dir interagieren? Ich will mit dir interagieren, verdammt Scheiße. Ich will interagieren. Wieso kann ich nicht mit dir interagieren? Interaktion! Warum will er nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen weiter. Durch diese Schneelandschaft der kalten Kälte. Nach was suchen wir hier eigentlich? Hallo? Kleines Reh? Ja, moin. Hallo? Willst du interagieren? Wieso kann ich nicht mit diesen Wesen interagieren? Da ist ein Licht. Hallo? Okay. 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 Hallo, wunderschöne Lichter. Was hatte das zu bedeuten? Oder hat das überhaupt etwas zu bedeuten? Warum sind Vögel? Also im Spiel passiert irgendetwas, aber ich kann noch nicht komplett, also ich kann gar nicht nachvollziehen, was. Hallo Vögel, habt ihr irgendwas? Warum ist eine Person oder so? Ja, kennt nichts nach. Okay, du drehst dich immer in meine Richtung. Erst wachsen die Ziele immer höher. Dann glaubst du, du wirst alt.
aber nie genug, den Grenzstein zu erreichen. Dein Fehler war es aufzugeben. An Ansicht. Winterwänden. An unsichtbaren Winterwänden. Wo habe ich denn aufgegeben? Okay. Ist es meine Aufgabe zu... Oder spielen wir einen Geist? Es wird erklären, warum die uns ignoriert haben. Spielen wir einen Geist? Spielen wir einen Toten, der irgendwie verloren ist? Oder... Okay, interessant. Ich will mal kurz gucken, wenn ich die, sag schnell, die Qualität einfach nur auf High baller, ob es dann immer noch in der Aufnahme in Hinsicht Ruckler gibt. Hören nicht volle Frames, ne? Na ja, gut. Ich hoffe, das stört nicht so ganz, aber ich will wissen, was hier abgeht. Hier ist ein Gebäude. Wir gehen da rein. Was ist hier passiert? Werden wir es herausfinden? Ich habe absolut keine Ahnung. Moin, Meister. In dem Gebäude befand sich nichts. Ich könnte dir natürlich eine Geschichte erzählen. Es befand sich hier nichts. Es ist alles verlassen. Verlassen wie die Seele selbst, die wir steuern. Folgen den Weg einfach weiter. Könnte sein, dass der Weg das Leben widerspiegelt. Auf irgendeine Art. Irgendwas. Irgendwie. Und wenn ich vom Weg abkomme, weiß ich nicht, was dann passiert. Wir sind ja vorhin versucht, auf dem Weg abzukommen. Da war ein Mann. Da dachte ich mir, geh zurück auf den Weg, dann verpasst du was. Hat er mich vielleicht auf den rechten Weg zurückgebracht? Könnte das sein? Könnte dies sein? Ich folge einfach dem Weg. Es scheint auch langsam irgendwie dunkel zu werden. Also das Spiel dauert ein wenig zum Finish. Also es gibt ein Ende, das stand ja ganz am Anfang. Aber ich habe absolut noch keine Ahnung, was hier passiert. Absolut keine Ahnung. Oh, da ist eine Höhle. Und die Musik hat auch aufgehört. Wir gehen jetzt in die Höhle rein. Okay, ich höre Geräusche. Nur, was für Gold? James, bist du's? Lilanes Licht. Was hast du zu bedeuten? Okay, ich bekam ein Achievement. Frag mich nicht, was das zu bedeuten hat. Absolut keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich folge einfach dem Weg. Da ist die Frau schon wieder. Raus aus dem Dunkeln. Ist es draußen besser? In dieser beengten Welt voll Einsamkeit? Alles schwindet wie Pilze. Eine Spur heraus aus diesem Irrsinn. Achte darauf, wohin der Hirsch schaut. Der Hirsch am Anfang. Okay, achte darauf, worauf der Hirsch schaut. Hirsch, worauf schaust du? Wo bist du? Ich darf den Hirsch nicht verpassen. Folge den Weg. Absolut keine Ahnung, aber wie weit, wie lang oder wohin. Wir wissen es nicht. Was haben wir da vorn? Ist dies eine Brücke? Wo sind wir hier? Da kommt eine Brücke gefahren. Und so folgen wir den Weg weiter. Die Brücke, die uns Stabilität gibt, Hoffnung gibt und so weiter. Da ist ein weiterer Hebel. Ich glaube, wir können das wieder einfahren, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Lass mich nicht ausgefahren. Vielleicht macht das ja auch Sinn. Und wir folgen den Weg weiter. Aber es passierte länger schon nichts. Ich nehme jetzt schon seit 20 Minuten auf. Und es ist noch nicht allzu viel passiert. Schau, wohin der hier schaut. Also, er schaut auf das Licht. Okay, du Hirsch, ich weiß nicht, wo du mich hinführen willst. Absolut keine Ahnung, was das mir bringen soll. Schau, worauf der Hirsch schaut. Hat er jetzt auf das Licht geschaut oder... Ich muss auch erkennen, wohin er schaut. Da stand es mir auf dem Papier. So. Worauf schaust du? Nix, ich gehe einfach den Weg weiter. Was soll ich sonst machen? Ich höre manchmal einen Wolf. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir folgen einfach dem Weg. Mehr können wir nicht tun. Folgen wir dem Weg. Wir folgen dem Weg. Weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und immer weiter. 26 Minuten.
Es ist noch nichts passiert. Ein Gebäude. Was haben wir denn da? Ein Gebäude. Was hast du mir zu... Was hast du zu bedeuten? Falls ich wissen muss, wo die Löcher sind, oben und... Also, ich denke mal, dass das vorne ist. Dann würde ich sagen, oben und links. Da ist die Frau schon wieder. Überall sind Brücken. Die verbinden nicht doch. Du näherst dich dem Ende. Vom was vielleicht brauchst du in einen letzten Hinweis. Da liegt ein Grab rechts des Weges. Hä? Überall sind Brücken. Die verbinden nicht, doch du näherst dich an dem Ende. Von was? Vielleicht brauchst du einen letzten Hinweis. Da liegt ein Grab rechts des Weges. Okay. Rechts des Weges. Ich habe vermutet, dass wir tot sind. Von Anfang an. Ich habe von Anfang gesagt, dass ich das vermute. Werden wir herausfinden, ob ich recht habe? Ich weiß es nicht. Vielleicht rede ich auch einfach zu viel. Aber wir folgen den Weg. Den eisigen Weg. Weiter und weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Mensch sind, der von einem Wolf getötet wurde vielleicht. Und gerade auf dem Weg im Jenseits ist. Ich vermute, dass wir den Wolf nur da, der im Hintergrund zu hören ist. Und ich meine, der wird doch wohl eine Bedeutung haben. Oder? Rechts muss irgendwo ein Grabstein sein. Ich folge dem Weg. Immer noch weiter. Wieso heißt das Spiel Flasche? Wieso heißt das Spiel Bottle? Warum? Da vorne. Ist das ein Haus oder ein Grab? Egal was da steht, da ist die Frau, die es mal gab. Props an mich für den Reim. Bing, bing, ding, ding. Bing, bing, bing. Wir laufen zu ihr und es scheint das Ende des Weges zu sein. Du möchtest dein Ziel erreichen, öffnest immer wieder Türen, hoffnungsvoll, aber am Ende siehst du nur vor der Wahrheit Einsamkeit plus leere Flasche. Okay. Bitteschön. Das Spiel habe ich jetzt nicht verstanden.